Oh yeah, Elektroschrott. Trololo, liebe Kinder, hier bin ich wieder. Freitag vor Pfingsten war einer von diesen Tagen im Büro. Und eigentlich möchte ich jetzt, ich möchte Dragon Age spielen, weil Dragon Age spielen, das ist das, was ich die ganze letzte Zeit auch schon gemacht habe, deswegen gibt es ansonsten gar nicht so arg viel zu berichten. Ein bisschen was gibt es aber zu zeigen. Dieser Kasten hier ist nämlich jetzt hardwaretechnisch fertig. Fertig bedeutet so viel wie, nachdem ich euch mal gezeigt habe, wie es jetzt von innen aussieht, gibt es keine neuen Videos mehr dazu. Doch, eins. Eins gibt es noch. Und zwar, wenn die Software auch noch fertig ist, dann werde ich mit dem ganzen Geraffel zu Philipp jetten und dann wird es alles aufgebaut. Und dabei werde ich noch eine Kamera dabei haben und dann könnt ihr euch auch gleich noch die Schlangen anschauen, von denen es zwei gab. Der eine hieß Lemmy von den neuen und der andere, ich habe es vergessen. Vielleicht findet ihr es bald in den Kommentaren, wenn Philipp es dazu schreibt. Aber auch eine Python, das sah ziemlich cool aus. Gut, vorher aber noch mal ganz kurz dazu, was ich mit dem Kistchen hier so angestellt habe. Ach, wunderbare Schalter, ich liebe sie immer noch. An der Außenseite hat sich nicht viel getan. Wie man sieht, habe ich allerdings unten drunter alle Stellen, wo Schrauben rausgucken, mit ein bisschen Heißkleber verklebt, damit da einfach Berührungsschutz da ist, damit nichts passieren kann. Und ich habe das ganze Ding natürlich auch signiert, weil ein echter Schrottkünstler muss ja auch Trash-Ex signieren. Wo allerdings tatsächlich noch was passiert ist, könnt ihr euch vorstellen, weil das ist der Teil, den ihr noch nicht kennt, ist im Innenleben. Ich mache das mal auf. Als erstes zeige ich mal die Unterseite. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ihr davon schon gesehen habt. Wahrscheinlich noch nicht allzu viel. Jedenfalls ist hier die Schlangenmatten-Elektronik reingeschraubt, schön auf Abstandshaltern. Da haben wir das modifizierte Netzteil, das habe ich mit Heißkleber reingeklebt. Und ja, vielleicht sieht man euch das noch ein bisschen rum. Hier so das Litzenkabel, das hier unten rausgeht für den Neutralleiter, habe ich auch mit Heißkleber batzen festgemacht. Ansonsten ja, haben wir hier eine kleine Klemme, die eine Verteilung macht für den Heißleiter zwischen Netzteil und einem, der hier in die Relaiskarte reingeht. Und dann haben wir hier die vier Kabel, die zurückgehen nach oben, sind mit Verlegedrähten in die Vago-Klemmen, Klemmenblock Dingsbums da reingedödelt. Ja. Ja, das ist die Unterseite. Funktioniert wunderbar. Was ich noch gemacht habe, ich habe hier noch ein Loch in die Schachtel reingedötzt, ja, damit man einen USB-Stecker von außen anschließen kann. Das heißt, die USB-Steuerung, da kommt man dran, ohne die Kiste zu öffnen. Das ist auch wichtig, weil ich es an der Vorderseite in irgendeiner Weise verschrauben werde oder so, damit ganz klar ist, dass solange da Strom drauf ist, man das nicht aufzumachen und drin rumzufrickeln hat. Das wäre keine gute Idee. Ansonsten, Oberseite, da ist einiges passiert. Auch wenn man davon gar nicht so viel sieht. Schau mal. Ich gehe mal ganz nah an die Kamera ran, dann seht ihr das. Mich hat nämlich neulich der Rappel gepackt und ich habe mir dann gedacht, ja, diese Sache mit dem Berührungsschutz und so, ne? Weil hier vorne, ne, Metallschalter und diese Metallbuchsen hier oben. Und besonders bei den Metallbuchsen ist es so, die sind hier oben ziemlich in der Nähe von der Stelle, wo die Litzenkabel reinkommen mit dem Vago-Klemmenblock. Und ich glaube zwar nicht, dass es jemals passieren kann, dass hier eines von den Heißleiterkabeln rausrutscht und hier irgendwie dagegen schlägt, weil diese Vago-Klemmen echt stabil sind. Aber nur weil ich es nicht glaube, heißt das nicht, dass es nicht möglich ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, löte ich mal noch ein bisschen. Und dann habe ich mir hier so mit Lötösen, das sind so Teile, die sehen aus wie Beilagscheiben mit einer Lötfahne dran, habe ich immer so zwei Lötösen genommen, habe die Ecken hochgebogen, habe dann Lötbrücken dazwischen gezogen und dann hier den Schutzleiter angeschlossen. Dasselbe habe ich auch hier oben bei den Schaltern gemacht. Das ist ziemlich kunstvoll geworden. Also die Teile, die Verbindungen, diese Brücken sind echt hübsch. Ist mit abisolierten 1,5 Quadratmillimeter Eindraht Verlegekabel genau mit diesen hier gemacht. Und es hält hier oben direkt an die Verteilung von dem Schutzleiter dran. Das kommt direkt vom da hier, wo der Strom reinkommt. Geht hier hin, dann an diese Sachen, einer geht hierher und von da aus Sternverteilung an die Steckdosen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist eine komplette Sternverteilung an alle Schalter und die beiden Buchsen. Zwar einfach aus Platzgründen. Ich hätte hier noch einiges an solchen Vago-Klemmblöcken reinpacken müssen
Und das wäre einfach zu viel Aufwand gewesen für das, was es letztendlich macht. Aber es ist auf jeden Fall so schon mal ein tierischer Fortschritt, dass alle Teile, die nach außen irgendwie berührbar sind, sind entweder so wie hier mit dem Schutzleiter verbunden oder so, wie man es hier am Stecker sieht, wenn man genau hinschaut. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera gut sichtbar ist, aber alles, wo sonst Schrauben rausgegangen sind, hier sieht man es jetzt, habe ich erst über die Schrauben ein Stückchen Schrumpfschlauch drüber und dann habe ich den ganzen Kram mit Heißkleber zugedödelt. Hier auch, wo der Vago-Klemmenblock befestigt ist, Heißkleber drüber. Also es gibt kein Stück Metall mehr, das außen berührbar ist, das nicht in irgendeiner Form entweder isoliert oder mit einem Schutzleiter verbunden wäre. Ich finde, das ist schon ziemlich ordentliche Arbeit geworden. Tada! Wie gesagt, jetzt geht es eigentlich nur noch um Software, weil die anderen Sachen hier so, meine Sensorteile habe ich fertig. Und ich habe für den lieben Philipp auch noch so einen Programmer hier vom Gulo Shop besorgt, den Gulo Proc. Da gibt es ja ein Video von mir, wie geil ich den finde. Damit, wenn es irgendwann mal Firmware-Updates gibt, nachdem ich den Kram bei ihm installiert habe, ich ihm einfach die Firmware per Mail schicken kann und er selber mit AVR-Dude draufflasht, weil kein Bock jedes Mal zu ihm rauszufahren und neue Firmware einzuspielen, wenn es nötig ist. Ja, was gibt es zu erzählen? Nicht mehr viel. Das war's schon fast. Ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Projekt. Finde ich aber bestimmt auch eins. Habe auch schon so eine Idee. Und da bleibt mir nur zu sagen. Und Schüssing.